So, moin, es ist Mittwoch, der 26. und ich bin hier am Bahnhof Attila-Straße, um mal zu gucken, was hier die Brückenbauarbeiten machen. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, ist dieses alte Auflager, wo diese Kabelbrücke drauf gelegen hat, verschwunden und der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Und im Moment sind hier in der Attila-Straße die Kollegen dabei, die Kollegen vom Ostbau dabei, hier auf der Nordseite der Brücke, ja, die letzten Betonlücken zwischen Brücke und dem Bestandsbauwerk an der Gaststätte dort zu schließen. So, hier auf der Fernbahn sind hier im Bereich Attila-Straße im Moment keine Arbeiten. Allerdings finden jetzt immer ab 22 Uhr bis morgens 4 Uhr Bauarbeiten zwischen dem Abzweig Attila-Straße und Südkreuz statt. Dort wird einiges an der Fahrleitung umgebaut. Weil da müssen die Drähte, wenn die Dresdner Bahn kommt, ein bisschen anders gespannt werden. Und da ist man auch im Moment dabei und verändert die Fahrdrahtlage. Ja, und so sieht das jetzt in der Brückenflucht aus. Und obendrauf sieht jetzt wieder komisch aus, weil hier lag ja die Kabelbrücke. Und dieser Behelfskabelkanal, das ist nun alles weg, ist schon irgendwie wieder ungewohnt, das zu sehen. So, das war es jetzt erstmal hier von der Attila-Straße und die nächste Haltestelle für mich ist dann die Brücke an der Marienfelder Allee. So, hier bin ich jetzt in Marienfelde. Das ist Blick Richtung Norden, Richtung Carmenzerdamm-Attila-Straße. So, und dort, wo der Schwellstapel zu sehen ist, so in der Mitte-Rechts-Position, da befindet sich die Brücke Marienfelder Allee Großbärenstraße. Bis dahin liegt also das erste Gleis schon. Das zweite Gleis liegt da ungefähr 50 Meter vielleicht lang. So, und ganz interessant ist noch, im Hintergrund könnt ihr ja den Bulldozer sehen. Ungefähr noch, ja, 20 Meter weiter beginnt dann wieder diese Antivibrations- und Schallschutzwanne Richtung Carmenzerdamm. Und das sind jetzt also noch anderthalb Wannelemente, die dort bis zur Brücke Großbärenstraße gebaut werden müssen. Ja, die natürlich nicht fertig sind, diese anderthalb Wannelemente. Er kann da auch der Gleisbau nicht fertig werden, um somit den Lückenschluss der Gleise Richtung Carmenzerdamm dann herzustellen. Aber was man machen kann, man kann im Bahnhof Marienfelde kernig kräftig im Gleisbau weitermachen und das läuft auch im Moment. Aber das zeige ich euch dann gleich. Ich hoffe, ich komme ran von der anderen Seite der Brücke. So, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite der Brücke. Wie ihr sehen könnt, ein schöner Schwellenstapel ist hier aufgefahren. Und das zweite Gleis, was hier vorne liegt, das ist nur so eine Art Hilfsgleis, dass der Bagger, der da hinten steht, ein- und aussetzen kann. Und so weit geht auch nur das zweite Gleis, wo der Bagger da steht. Hier im Vordergrund haben wir noch mal so einen Stapel hier mit diesen Gummimatten, die hier an die Brückenseiten bzw. an die Seiten von der Antivibrations- und Schallschutzwanne geklebt werden. Das dient dann dem Schutz der Betonwanne und absorbiert auch noch mal Schwingungen und Lärm. So, und bis da hinten, 20 Meter weiter, bis da geht die Betonwanne, also das dürften, naja, in etwa noch rund 100 Meter sein.
die von dieser Antivibrations- und Schallschutzwanne hier bis zur Brücke gebaut werden können. Und dann geht da auch der Gleisaufbau weiter. So, das war's jetzt hier aus Marienfelde. Und meine nächste Haltestelle ist dann die Buckower Chaussee. In der Buckower Chaussee gibt es aber noch ein paar Sekunden Videoclip, den ich gestern so mit heißer Nadel aufgenommen habe. Aber da hatte ich einen anderen Termin, da war nicht mehr Zeit für die Betonorgie. So, und bevor es jetzt nach Lichtenrade geht, hier nochmal ein Blick unter die Brücke, Großbärenstraße, Marienfelder Allee. Hier legen gerade die Asphaltbauer letzte Hand an dem Asphalt unter der Brücke an, denn hier wurde ja neu asphaltiert und ich muss ganz ehrlich sagen, also bei den Temperaturen, die wir heute haben, möchte ich kein Asphaltbauer sein, weil 50, 60, 70 Grad heißer Asphalt und dann von oben der alte Komet, der brennt, na herzlichen Dank auch. Ja, so, jetzt geht's aber wirklich nach Lichtenrade. So, hier bin ich jetzt auf der Westseite der Buckower Chaussee. Das Brückendeck wurde ja am Dienstag betoniert. Da kriegt ihr gleich den Einspieler vom gestrigen Tag, denn da waren drei Betonpumpen und reichlich Betonmischer im Einsatz. Ja, und hier auf der Westseite laufen auch die Vorbereitungen für die Spundwandrammarbeiten. Die Spundwandramme, die ihr ja hier im Bild sehen könnt, die hat schon umgesetzt auf die andere Seite. Ein so ein Seilhilfskran, der dann die Spundwände zu der Ramme bringt, der ist auch schon hier angeliefert worden. Und wenn ich dann hier mal weiter runter schwenke, dann steht da hinten ein Tieflader mit reichlich Krempel drauf für die Spundwandramme. Ja, die Berge, die ihr hier seht, die sind von der Asphaltfräse. Die Asphaltfräse hat hier in dem Bereich jetzt schon die alte Straße weggefräst und somit Platz gemacht für die Rammarbeiten. Und dann gucken wir jetzt mal, was es hier sonst noch an der Buckower Chaussee Neues gibt. Der Spundwandkasten auf der Neuköllner Seite ist übrigens erstmal fertig. Was da fehlt, sind natürlich die Versteifungsanker, aber die können ja erst eingebracht werden, wenn auch das Erdreich dort eingebracht wird. So, das ist dann nochmal ein Blick durch die Glasscheiben hier in der Buckower Chaussee auf den östlichen Spundwandkasten. Wie ihr seht, hier wird auch wieder reichlich Abraum und Erde abgefahren. Die ist von hinten hinterm Bahnhof. Ja, sonst passiert ja eigentlich im Moment noch nicht so viel in der Buckower Chaussee. Das war es jetzt erstmal von hier und nächste Haltestelle ist dann der Bahnhof Lichtenrade. So, 25.06. Brücke Buckower Chaussee wird betoniert. Drei Betonpumpen sind hier im Einsatz und pumpen unaufhörlich Beton hoch aufs Brückendeck. So, hier bin ich jetzt in Lichtenrade. Das ist jetzt Blick Richtung Bahnhofsplatz. Ja, und hier schaut man jetzt mittlerweile auch auf so eine wunderschöne Lärmschutzwand. Sprich, die Aussicht auf die Baustelle gibt es von hier, vom Bahnsteig, nicht mehr. So, und interessant ist, dass hier vorne die
Kanten für die Antivibrations- und Schallschutzwanne immer noch nicht gegossen sind. Aber die sind hinten schon dabei und arbeiten sich jetzt Richtung Bahnhof Lichtenrade voran. So, und das ist dann ein Blick Richtung Lichtenrade über die Fernbahntrasse Richtung Süden. Wenn jetzt ein Auto kommen würde, könnt ihr da hinten auf jeden Fall den Bahnübergang in der Wörlitzer Zeile sehen. Der wird ja nun stillgelegt und ersatzlos ausgebaut. Ausgebaut, klar. Und an deren Stelle wird es nur noch einen Fußgängertunnel geben und der Straßenverkehr, der jetzt da hinten durch die Siedlung und die engen Straßen läuft, der muss dann ab Freitag hier unten durch die Bahnhofstraße durch. Denn am Freitag soll hier die Bahnhofstraße wieder feierlich dem Betrieb übergeben werden. So, hier bin ich jetzt auf der Ostseite und hier könnt ihr den Fußweg und ja, dann mal sehen, wie er runtergeht Richtung S-Bahnhof Lichtenrade. Im Tunnel selbst wird es nur 30 km/h geben und ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge. Die dürfen dann keine Motorräder und Fahrradfahrer überholen, weil in Richtung Westen gibt es keine separate Fahrradspur. Ja, und hier stehe ich jetzt in der Flucht der Bahnhofstraße. Unten könnt ihr ja die Bushaltestellen schon sehen. Die Straßenmarkierung selber ist fertig. Und hier auf der Südseite, Ausfahrt Osten, ist dann wieder die Radfahrspur. Also wenn die Fahrradfahrer berghoch fahren, haben die eine separate Fahrradspur. Bei Berg runter haben sie das nicht. Ja, und wenn ich jetzt hier größer mache, dann könnt ihr da unten dann die Bushaltestelle sehen, also die Umsteigesituation der Busse zur S-Bahn, welche unter der S-Bahn dann durch müssen, wird sich deutlich verbessern. Das kann man also sagen, aber mal gucken, was hier passiert, denn ihr wisst ja, wenn der Berliner nicht meckert, ist es ein Zeichen dafür, dass er unzufrieden ist. Wenn er meckert, ist es ein Zeichen, dass er zufrieden ist. So, und hier ist dann nochmal ein Blick auf die Trasse Richtung Norden, inklusive der Montage der Lärmschutzwandpaneele. Jetzt zeige ich euch noch die Bahnhofstraße von der Westseite und dann geht's runter dem Ende, sprich Blankenfelde, entgegen. So, und so sieht dann die fast fertige Bahnhofstraßenzufahrt aus Richtung Westen auch. Auch hier wieder für die berghochfahrenden Radfahrer separate Spur und für die, die runterfahren, Tempo 30 und Überholverbot. Inwieweit sich dann die Autofahrer dran halten werden, da hege ich noch meine gewissen Zweifel. Aber nun gut, wollen wir mal schauen. Mal sehen, wie sich das dann hier ab Freitag anlässt, wenn hier dann die Busse durch und rum und rüber, rüber nicht, runterfahren. Auf jeden Fall werde ich das im Auge behalten für euch. So, jetzt geht's aber raus Richtung Blankenfelde. So, gleich haben wir die Stadtgrenze erreicht. Da kommt dann die Eisenbahnüberführung Mauerweg. Da ist sie auch schon. Erste Grundlage Schotter für das erste Gleis. Da hinten ist auch wieder reichlich Schotter eingefahren worden. Gleich kommt die Überführung Tribiner Straße. Die Brücke ist so eine Soda-Brücke, steht erstmal nur so da.
die Ortsumgehung Malo. Und hier beginnt dann auch wieder die Wanne. In Blankenfelde, hier kommt die HSL, die 185601 mit einem Getreidezug durch. Jetzt in Blankenfelde. Hier habt ihr dann einen Blick auf die zweite Brückenhälfte, die gebaut wird. Im Moment, wenn gleich die Presslufthämmer wieder anfahren, da ist man gerade dabei und legt die Bohrpfahlköpfe frei. Das könnt ihr ja auch im Hintergrund dort sehen. Und hier hinten, hinter den Bohrpfählen, wo der Arbeiter sich gerade gebückt hat, da ist dann schon das Fundament zu erkennen für den Fahrstuhlschacht. Ja, des Weiteren
Spundwandrammgerät ist auch im Einsatz. Und wenn ich dann hier mal so rumschwenke, der Bagger, der rückt hier schon dem Erdreich zu Leibe, welches auch abgefahren wird, weil hier muss noch einiges abgetragen werden. Also ihr seht, auch hier hat sich die letzten Tage, wo ich nicht hier gewesen bin, einiges getan. Hier sind also deutliche Baufortschritte zu erkennen. So, und drüben auf der anderen Seite, also auf der Moselstraßenseite, da könnt ihr ja dieses mit blauer Plane abgedeckte erkennen. Das ist die erste Stützwand, die die Einfahrt hier zur Karl-Marx-Straße bildet. Und die hat man unter Folie getan, dass der Beton nicht zu schnell aushärtet, weil wenn der nämlich oben zu schnell aushärtet wie unten, bildet er Risse und das wiederum bekommt dann dem Bauwerk nicht. So, und das ist jetzt ein Blick hier aus Richtung Westen auf die Karl-Marx-Straßen-Unterführung. Ja, und im Moment rücken die Kollegen sich hier gerade neue Spundwände zurück, recht. Ihr könnt ja auch hier vorne die Spundwandparade sehen. Ja, und dann geht das hier mit Rammarbeiten dann sicherlich fröhlich weiter. So, hier bin ich jetzt oben auf dem Parkhaus. Und hier dann mal ein Blick auf die Fundamentierung vom Fahrstuhlschacht. Dieses Gebäude wird praktisch dann genauso aussehen wie hier drüben das Gebäude. Und der Raum vom Fahrstuhlschacht aus nach links gesehen, das ist ja dann der Raum, den dann die S-Bahn mit einnimmt. So, und das da drüben, das ist Presslufthammer Bernhard. Radadazong, Radadazong, weg ist der Balkon. Ja, guten Balkon ist es nicht, aber Moorfallkopf. Und der wird heute Abend auf jeden Fall auch seine Arme merken, wenn er den ganzen Tag mit dem Presslufthammer rumdengelt. So, und der Bagger hier unten, der fehlt irgendwelche Führungsabstandsleisten, lässt sich von hier aus nicht erkennen, in die Spundwand ein. Und ich gehe mal davon aus, so wie er das getan hat, geht dann dieses Spundwandblech, was der da gerade bearbeitet, hoch an die Spundwandramme, damit das dann in den Boden kann. So, jetzt wird die Spundwandtafel an die Kette genommen. Der Bagger die jetzt noch mal ausgerichtet, so, und wenn die jetzt an der Kette hängt, dann geht es ab nach oben und dann anschließend wieder in die Erde.
da in die Mitte, wo eben die Wand hier standen hat, muss die ran, sondern die muss hier an dieses Element von der Stützwand ran. Ich denke, das ist dann die Abgrenzung nachher für die geflutete Baugrube. Das wird man dann garantiert so machen wie drüben auf der anderen Seite. Das nächste Element. Wahrscheinlich nicht abwärts gehen, aber egal, das war es auf jeden Fall jetzt hier erstmal von der Dresdner Bahn. Ich wünsche euch was, haut rein und bis demnächst in diesem Kino.